Mein Name ist Simon Wegmann, ich arbeite im Planungsbüro Sutterfunken Wild AG und beschäftige mich dort mit raumplanerischen Fragestellungen. Der ÖREB hat für uns drei Hauptfunktionen. Das erste ist das schnelle Abfragen von Geoinformationen. Das zweite ist der ÖREB-Katasterauszug, der sehr schnell einen Überblick gibt über die entsprechenden Rechtsdokumente. Und das dritte ist der Bezug von Geoinformationen für die Weiterverarbeitung in einem CAD-System oder in einem geografischen Informationssystem. Das Gebiet hier, das wird in den nächsten Jahren erschlossen werden. Der ÖREB hilft uns, die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen sehr schnell zu klären. Haben wir Wald, haben wir öffentliche Gewässer? Wie verhalten sich mit den Abstandslinien gegenüber der Kantonstrasse? Und wie sind die raumplanerischen Rahmenbedingungen? Der ÖREB, jederzeit mit den aktuellsten Dokumenten im Internet verfügbar, ist da eine unentbehrliche Datengrundlage. Die grundeigentumsrelevanten Informationen die verändern sich immer im Laufe der Zeit. Und darum habe ich das Gefühl, ist es wichtig für den Grundeigentümer, dass er immer weiss, was sind die aktuellsten Informationen. Und da ist der ÖREB sehr eine wertvolle Anlaufquelle, dass die Grundeigentümer sich mit den aktuellsten Grundlagen auseinandersetzen können. Ja, der ÖREB-Kataster ist nicht nur für Fachpersonen. Er soll auch allen Privatpersonen in dem Sinn zur Verfügung stehen und genutzt werden. Denn wenn jemand Land kauft, dann soll er sich bitte vor dem Kauf mit den grundstücksrelevanten Eckwerte auseinandersetzen und nicht erst nach dem Kauf. Und das Ganze ist ja gratis, also die Daten sind jederzeit da und sollen abgefragt werden. Die grösste Begeisterung hat bei uns im ÖREB ausgelöst, dass das Kinder einfach ist. Also wir haben das ja nie in einem Studium gelernt, das war einfach zumal da gewesen und das ist für jeden Mann und natürlich auch für jede Frau sehr einfach zu bedienen, ohne dass man da irgendeine Fachperson beiziehen muss oder eine Schulung machen muss.